Abenteuer erleben, Freiheit spüren, den Horizont erweitern und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderung spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß. Seit April 2021 erkunden wir die Welt nun auf zwei Rädern. Wohin werden uns unsere Wege führen und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Boah, Leute, wir wissen gar nicht, was passiert ist. Wir wissen auch gar nicht, was wir sagen sollen. Unser Herz springt, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Wir sind komplett durcheinander. Wo sollen wir anfangen? Also wir haben ein echt richtig cooles Hostel gefunden. Das werden wir auch noch zeigen. Es ist jetzt doof, dass es das jetzt gerade hier ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es ist echt richtig cool und die Leute sind richtig, richtig lieb. Und haben uns gerade auch sehr, sehr geholfen, weil wir tatsächlich bestohlen wurden. Und das von Menschen, die wir total mögen und denen wir voll vertraut haben. Laura hat sich schon in Stellung gebracht. Der fährt immerhin zurück. Warte, ich geh mal rum. Ja. Ich filme dich. Und? Ja? Merci. Okay, auf geht's. Fahrräder packen und los geht's. Das hat keine 3 Minuten gedauert und wir haben 2 super tolle Typen Merci. Getroffen. Merci. What's your name? Die uns mitnehmen. Ahmed? No. Marco. Laura. Nice to meet you. Great. So, wir wissen ja nicht, ob wir jetzt hier hinten drauf mitfahren, aber wir glauben schon. Bei der Fahrerkabine ist eigentlich kein Platz für uns. Richtig schön. Bachtiori. Bachtiori? Bachtiori. Lur. Weißt du, was das heißt? Alles selbst an dir. Okay. Das war doch mal eine geile Aktion, oder? Mega geil. Und jetzt fahren wir endlich die Worte seiner. Das ist okay. Sonnenhut. Fahren wir auch endlich mal in einer dieser blauen Autos mit. Das ist ja. Cool. Aber die sind natürlich nicht gut gefedert, das muss man auch wissen. Ja, das stimmt. Mega gut. Wir justieren hier immer mal nach. Oh Gott, also ich musste gerade aufhören, weil mein Fahrrad zu sehr an den Radkasten gerutscht war. Wir müssen hier echt immer mal gucken, dass wir schon vor das Gehen mitfahren können, weil die Fahrbahn ist natürlich nicht eben. Sie fahren relativ ruckartig und es gibt auch immer diese Schwellen und die sorgen halt dafür, dass die Fahrräder sich ein bisschen loslösen oder ein bisschen rutschen. Jetzt überholen wir die LKWs. Thank you.
wissen doch nicht. Quasi, wir sind hier meine Jenny. Meter, zurück oder Meter. Wir haben so eine Abiose doch nicht. Trompeten, das ist eine Trommel. Nice. Ein gut ausgefüllter Bolle. Nenn den Marco Allmann. Wie fällt dir Allmann? Aber sehe, dass es ein normales Alltagsoutfit ist? Sommer. Sommer. Okay. Nochmal gucken. Komm her, komm her. Helm hat auch schon einen neuen. Oh, merci. Und du? Wer bist du? So, da sehen wir jetzt noch die Familie von unseren Fahrern. Hi. Kennengelernt haben. Geht jetzt für uns weiter. Wir sind jetzt noch Kilometer knapp vom Stadtzentrum entfernt. Es ist jetzt schon recht spät, weil wir waren jetzt recht lang bei denen. So, wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren jetzt doch einfach mit den Rädern. Wir sind jetzt zu faul zum Trampen. Weil es halt einfach immer auch irgendwo ein Risiko ist, wenn wir mit Fahrrädern trampen, weil es war jetzt ja auch schon echt grenzwertig, weil der Fahrstil einfach heftig war. Wir haben unser Bestes gegeben, die Fahrräder zu fixieren, haben sie immer wieder nachfixiert, aber ungebremst über Bodenwellen zu fahren, da können wir dann auch nichts mehr machen. Also bin total erstaunt, dass meine Speichen nicht gebrochen sind. Ich meine, meine 60 Kilo haben mir ja jetzt auf dem Fahrrad da gefehlt bei den heftigen Stößen, aber trotzdem. Also ja. Schön den Tag, den Fahrradfahren wieder ausklingen zu lassen, weil jeder Tag ohne Fahrradfahren ist irgendwie auch komisch. Ja, das stimmt. Also es fühlt sich ganz gut an jetzt. Ja. Nachdem wir so lange gesessen sind. Das ist ja eine schöne Schreibweise von Pizza. Bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal jemanden mit Helm gesehen habe. Ich glaube nicht. Boah, dieser Melonenhaufen, Alter. Boah. Alter.
wollten uns heute auf den Weg machen, unsere Backpack-Tour vorzubereiten, uns Gedanken zu machen, wie wir jetzt den kommenden Monat verbringen wollen ohne Fahrräder. Haben einfach mehr beiläufig gezählt, wie viel Bargeld wir noch dabei haben. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir das ganze Geld, was wir jetzt für die nächsten Monate oder was wir jetzt für die letzten und für die nächsten Monate brauchen, im Vornherein uns organisieren mussten, weil wir hier an kein Bargeld kommen, weil der Iran ja aus sehr vielen Dingen ausgeschlossen ist und deswegen musst du dein Geld halt komplett dabei haben. Und wir hatten das immer in Markus' Lenkertasche, weil wir die permanent immer dabei haben, außer gestern. Gestern war ein komischer Moment, nämlich nachdem wir eben wieder aufgebrochen sind nach der Einladung und Fahrt gefahren sind, haben wir meine Lenkertasche halt zum Glück mal aufgemacht, weil wir was daraus gebraucht haben. Und die war in einem komischen Zustand, oder zumindest war sie mehr als, ist ganz seltsam eben hinterlassen. Wenn ich die packe, dann habe ich ein System und da war kein System mehr. Und ganz unten in der Tasche, eigentlich nicht ersichtlich, wenn man sie aufmacht, lagert quasi das Bargeld. Und es war auf den Kopf gedreht, sodass der Umschlag mit den Dollars nach oben gezeigt hat und unsere Rials nach unten. Und normalerweise sieht man den Umschlag nicht. Und ich habe das bewusst so gemacht, dass man eben nicht darauf kommt, dass da jetzt noch mehr liegt. Ja, wir haben auch schon mal drüber nachgedacht. Also ich fand den Platz nie so richtig gut. Aber das Ding ist halt, diese Tasche haben wir halt immer dabei. Deswegen ist es eigentlich ein guter Platz, weil du machst sie halt Ding schnell ist, ab, wenn du genau. sie brauchst. Oder wenn du andererseits kann sie dann halt auch schnell weg sein, aber man weiß eigentlich nicht, wie man diese Tasche abbekommt, wenn man diese Taschen nicht selber hat. Und das Ding ist, klar, wäre es in der Hinterradtasche, Geld auch gut aufgehoben, aber das lassen wir halt auch einfach mal irgendwie stehen. Also eigentlich nicht, aber das lässt man eher mal stehen. Die Lenkertasche nimmt man halt eigentlich wirklich immer mit. Und deswegen war das der Ort. Jetzt sind wir natürlich schon am Überlegen, ob das so ein genialer Ort ist, aber ja. Marco hat dann auf jeden Fall gefragt, ob ich irgendwie die Tasche hatte und dann waren wir kurz verwirrt, weil ich hatte die Tasche tatsächlich an dem Tag mal, aber das war morgens und dann war ich mir aber nicht mehr sicher, weil es war auch so im Aufbruch und wir wollten jetzt in die Stadt fahren und wir waren noch nicht sicher, wo werden wir bleiben und deswegen waren wir auch ein bisschen verwirrt generell und dann war ich so, ich hatte sie nicht und ich hätte die auch nicht so zurückgelassen, ich hatte halt mal den Edding zum Schildschreiben rausgenommen, aber das war morgens, das hatte Marco schon wieder komplett wieder umstrukturiert und dann dachte ich so, ja okay, es hat ja ziemlich geholpert, vielleicht hat auch die Holperpiste das so durcheinander gebracht, aber es lag halt wirklich ganz, ganz anders drin. Also das kann keine Holperpiste gewesen sein, weil dann wäre alles kaputt. Also ja, das war tatsächlich der Fehler. In dem Moment hätten wir direkt schalten müssen. Haben wir aber nicht, weil wir Menschen vertrauen und weil wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht haben. Und wir werden auch weiterhin den Menschen vertrauen. Ich hatte schon ein komisches Gefühl, weil es ist komisch gewesen. Ich hätte direkt schalten müssen. Aber auf der anderen Seite wären wir zurückgefahren, hätten sie es wahrscheinlich bestritten. Ja, wahrscheinlich. Und wir wären noch so verwirrt gewesen, dass sie es vielleicht am Ende geglaubt hätten, dass sie es nicht haben. Ja, und dann, hätten wir gar keine Handhabe mehr gehabt oder wären vielleicht gar nicht mehr drauf zugekommen. So sind wir jetzt halt hierher gefahren. Gestern ja noch ins Hostel und heute Morgen ist es aufgefallen und insofern war es halt gut, weil die Leute hier halt perfekt mit ihm sprechen können. Wir sprechen kein Farsi. Beziehungsweise haben sie ihren Kollegen glücklicherweise, angerufen. Ich glaub, müssen wir sagen, glücklicherweise haben wir jetzt seine Handynummer. Ja. Weil der Freund, der noch mitgefahren ist, der hat mir nicht seine Nummer gegeben, sondern seine. Und ich dachte eigentlich ursprünglich, dass er seine gibt, aber dann hat er nochmal gesagt, dass es vom Fahrer ist. Und der Fahrer hat sich eben auch beim Verabschieden abgekühlt verhalten, ja, war nicht mehr so komisch. Herzlich. Wollte uns irgendwie auch schnell weghaben. Und auch nicht mehr mitnehmen bis ins Stadtzentrum, wo er eigentlich hinfahren wollte. Ja. Auf jeden Fall ein paar Sachen, die eben komisch waren und wir können tatsächlich auf unser Bauchgefühl vertrauen, weil es hat sich anders angefühlt und dann stimmt meistens auch was nicht nur. Können wir jetzt echt froh sein, dass es uns jetzt aufgefallen ist, weil tatsächlich kommt er heute um 4 Uhr vorbei und bringt das wieder mit. Hoffentlich das komplette Geld. Also wir haben es noch nicht wieder. Ja, das er ist hat noch jetzt so der wohl, Punkt. Genau, also hier hat der Kollege von den Mädels, die hier arbeiten, hat angerufen bei ihm und ihm halt zur Rede gestellt. Und er hat wohl zugegeben, gesagt, dass sein Kind es genommen hätte, aber wie alt welches werden seine Kind? Kinder sein? Also da war ja kein Kind dabei. Ja, aber die sind halt viel zu jung. Ja, natürlich, so. Die sind viel zu jung und die sind da auch nicht hochgekrabbelt. Also
weiß nicht, selbst wenn es die Kinder, ich weiß nicht. Wenn er das auch direkt am Telefon wusste, dass er es genommen hat. Ich meine, der warum meldet er sich? Ja, also normalerweise, wenn mein Kind das stiehlt, dann melde ich mich bei der Person und sage denen das und gebe ihnen das zurück. Also, es ist irgendwie so, ohne dieses Geld sind wir halt echt aufgeschmissen. Weil zum einen verkürzt es unsere Reise drastisch und zum anderen müssen wir den Iran dann schneller verlassen, weil wir dann kein Geld mehr haben. Ja, auch es war auch so und gedacht, dass es noch, dass für, es noch für Pakistan reicht zum Beispiel. Genau, also, das ist auch das Ding. Und natürlich brauchen wir dieses Geld unbedingt zurück und wir wollen es unbedingt zurück. Und im Hinterkopf hast du dann aber trotzdem noch dieses, der kann das nicht gewesen sein. So, und also natürlich sind wir uns sicher, dass, also wir sind uns sicher, dass das nur gestern sein konnte, auch bevor er das jetzt zugegeben hat. Aber du hast echt immer dann trotzdem noch im Hinterkopf, einfach weil du die Person magst, weil sie dir geholfen hat und weil du nicht davon ausgehst, dass sie dich bestehlen würde, weil du ihm vertraut hast, hast du immer noch diese Stimme, nee, da kann das nicht gewesen sein, das geht doch nicht. Wie hätte der das machen können? So. Ich meine, hätten sie was für die Fahrt haben wollen von uns, hätten kein sie es auch Problem, einfach sagen können. Hätten sie sagen können, aber die hätten uns auch nicht mitnehmen müssen. Hinten raus dann sich einfach nehmen, was man braucht. Also ich meine, es mag sein, dass sie vielleicht aus armen Verhältnissen kommen, aber ich kann das doch nicht einfach mit meinem Gewissen vereinbaren und vor allem Leuten was wegnehmen, die das Geld genauso brauchen. Sie denken halt also wahrscheinlich, wir sind super reich und es fällt uns nicht auf und wir brauchen das nicht oder so. Keine Ahnung, was sie glauben, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass er wirklich das ganze Geld mitbringt. Sie haben ihm wohl gesagt, dass sie wissen, wer er ist, wie er heißt, dass sie Bilder von ihm haben, von seinem Auto, dass sie ihn finden werden, wenn er nicht kommt, dass es schlauer ist, wenn er kommt. Wir haben jetzt auch keine Polizei eingeschalten, also das würde dann ja der nächste Schritt sein, weil, also ich hätte auch nicht direkt die Polizei eingeschalten, einfach weil das ich nicht weiß. Das bedeutet für uns einen schwierigen bürokratischen Aufwand. Naja, aber vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was es für Konsequenzen für ihn hat und er hat Familie und ich möchte nicht sein Leben ruinieren, weil er einmal einen Fehler macht. Also, nee, das wäre echt der allerletzte Schritt, wenn er wirklich gar keine Einsicht zeigt und das Geld nicht komplett mitbringt und auch nicht gewillt ist, alles zu geben oder so. Das weiß er auch. Also, dass wir das dann machen würden, denke ich. Und da denke ich schon, dass er so schlau ist, das ganze Geld mitzubringen. Zumal er es jetzt auch schon gestanden hat. Also, warum soll er dann jetzt rummachen? Das wird dumm. Es ist halt sowieso dumm. Also, er weiß ganz genau, dass wir Fotos gemacht haben und er hat halt gedacht, dass wir es nicht merken, weil wir so viel Kohle haben. Was wir nicht haben. Es ist schwierig. Also wir versuchen ja nach all dem, was wir auf Reisen gelernt haben, den Menschen auch mehr zu vertrauen. Und es war dumm, die Lenkertaschen nicht mitzunehmen. Ständig alles zu kontrollieren, aber es ist halt irgendwie. Wenn du nur gute Erfahrungen machst, dann wird man halt doch im Stich gelassen so. Also es ist halt, du musst tatsächlich einfach trotzdem immer wachsam sein. Was mega schade ist. Wir haben wirklich sonst nie unsere Sachen unbeaufsichtigt gelassen. Die Hinterradtaschen vielleicht mal. Ja. Aber die Lenkertaschen haben wir immer, immer, immer mitgenommen, weil da ist unsere Kamera drin, da ist, okay, muss ich jetzt hier nicht erzählen, was da drin ist, aber nee, aber es ist einfach irgendwie schade, dass trotzdem irgendwie der Mensch immer wieder versagt, wenn es ums Geld geht, wenn es um Gier geht, um es geht aber auch um Existenz bei ihm. Es geht, glaube ich, nicht um Gier unbedingt. Ja, aber trotzdem. Trotzdem kannst du nicht einfach von anderen was nehmen, weil du weißt nichts über sie. Halt er schade, weiß auch nicht es so ist viel schade, über uns. Dass der Mensch trotzdem so schwach ist und das trotz all dem, dass man eine schöne Zeit miteinander verbracht hat. Und das überschattet halt jetzt unsere Erfahrung auch ein bisschen natürlich. Das ist eben eine Erfahrung. Eine wichtige Erfahrung für uns, die jetzt glimpflich ausgegangen ist. Sie sagt uns auf der einen Seite, passt noch besser drauf auf. Und sie sagt ihm, mach sowas nicht nochmal, weil die Leute können jederzeit wieder auf dich zurückkommen. Und es ist keine gute Tat, jemandem was wegzunehmen, um sich zu bereichern. Ich dachte auch, es ist für ihn eine Lektion und es ist für uns eine Lektion. Ich dachte, dass sie gläubig seien, ehrlich gesagt. Also dann darfst du das doch eigentlich sowieso nicht machen, einfach.
Ja, ich denke jetzt nur einfach, dass für ihn das auch hoffentlich so ein Schock war, dass wir eben das gemerkt haben. Zum einen, dass wir es merken, zum anderen, dass wir uns Hilfe hatten. Hilfe holen und dass wir auf ihn zukommen. Ich denke, damit hat er nicht gerechnet. Und es ist keine unerhebliche Summe, das ist für uns, es sind mindestens mal 3 Monate für uns Reisen, die dabei draufgehen. Und ja, das ist erheblich, also wirklich. Und ich gucke jetzt auch nochmal genau in die Lenkertasche rein, ob wirklich alle Teile da sind. Oh, sonst, ja. Weil das kann natürlich auch noch sein, dass man irgendwas Technisches rausgenommen hat. Aber die Powerbank ist da, das ist eine wichtige Sache. Unsere Ladegeräte. Ja, scheiße, stimmt. Wir müssen eigentlich unser ganzes Gepäck. Na, nee, hinten kann er nicht rangegangen sein, weil da war alles draufgespannt. Die Jäggi meinte vorhin auch, dass wir froh sein können, dass der Laptop noch da ist. Da hat sie natürlich recht, weil im Wert ist der nicht mehr so viel wert wie das Geld, was er jetzt genommen hat. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn einfach deine Erinnerungen gestohlen werden. Beziehungsweise wir haben ja unsere Daten auf den Festplatten. Das wäre tatsächlich, also wenn die kaputt, das wäre richtig heftig. Also da kann man über Geld sagen, was man möchte, aber die Erinnerungen, die man damit festgehalten hat, die sind unwiederbringlich. Also ja, das geht nicht. Ich meine, klar, du hast sie im Kopf, aber. Ja. Aber ja. Also. Ja, also. Wir sind beide, also heute Morgen, als uns das aufgefallen ist, wir haben gedacht... Also okay, ich habe eigentlich gedacht, nee, das kann nicht sein, das kann der nicht gemacht haben, das traue ich ihm nicht zu. Und vor allem auch, wenn es passiert ist, das können wir vergessen, das kriegen wir nicht mehr zurück. Nee. Der ist überhaupt. Wir wissen noch nicht, ob wir es wieder zurückkriegen, aber wir sind eigentlich guter Dinge, wir sind jetzt optimistisch, ja, weil ich meine, wir haben seinen Autotyp, wir haben nicht das genaue Kennzeichen leider, weil... Wir haben es sogar gefilmt, aber es ist zu weit weg. Und aber wir haben halt ein Foto von ihm, wir haben seinen Namen und eine Telefonnummer. Ich weiß nicht, er könnte die theoretisch wechseln. Ah, wir wissen, wo sein Freund wohnt. Also er kann sich jetzt eigentlich nicht rausfinden. Er kann sich nicht drücken. Nee, zumal er hat er jetzt schon gestanden. Also von daher. Komischer Zeitpunkt, weil wir ja jetzt anfangen wollen mit Trampen und jetzt passiert das direkt so. Das ist natürlich nicht so geil. Wir machen es natürlich trotzdem. Und natürlich werden wir den Leuten trotzdem weiterhin vertrauen, nur weil, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, nur weil eine Person einmal einen Fehler macht, werden wir jetzt nicht der ganzen Welt misstrauen, logischerweise nicht. Und werden wir auch nicht, natürlich, also zumindest ich werde ihm auf jeden Fall auch vergeben, weil wie gesagt, man kann einen Fehler machen. Es ist halt wichtig, dass man dazu steht und wenn er das jetzt macht, dann werde ich ihm auch vergeben. Es war echt scheiße, was er gemacht hat und wir hätten ein riesiges Problem, hätten wir es nicht so schnell gemerkt. Aber wir sind halt alle einfach nur Menschen und wir wissen auch nicht genau, wie seine Situation ist natürlich. Das entschuldigt natürlich nichts, aber trotzdem finde ich es wichtig, dann jetzt nicht nur seine eigene Perspektive, also nur die Perspektive des Bestohlenen zu sehen, sondern schon auch die Perspektive des Diebes. Was, wie gesagt, sein Verhalten nicht entschuldigt, aber ja, trotzdem, Vergebung finde ich schon wichtig. Alter, es gibt was zu feiern. Wir haben die Scheißmoneten zurück. Wir haben die Kohle zurück. Es Alter, waren $650. Wir haben es vorhin nochmal ausgerechnet, exakt, was wir ausgegeben haben. Und es war auch nichts anderes weg. Sie haben tatsächlich nur die großen Scheine genommen, 150er. Wir haben jetzt halt kein professionelles Gerät, um das Geld zu checken. Wir haben es halt selber gecheckt mit Wasserzeichen, diesen Sicherheitsstreifen, Gefühl, Prägung und so. Sie sind auch nicht so professionell. Also ich traue es ihnen nicht zu, ehrlich gesagt auch, dass sie das jetzt gefaked hätten. Und wir haben so viel Hilfe bekommen von den Leuten hier aus dem Hostel. Wir sind eben mit dem Hausmeister und der Jägi, einer sehr gut englischsprachigen Iranerin. Mit den beiden sind wir eben zu diesem vereinbarten Treffpunkt gefahren, wo die Übergabe stattfinden sollte. Und sie haben auch irgendwie, also sie haben uns so geholfen, sie haben auch uns ziemlich viel Last von den Schultern genommen. Sie haben uns dann auch einfach gesagt, was wir machen sollen. Also haben auch gesagt, jetzt sprecht nicht zu ihnen. Und sie sind ausgestiegen, bleibt drin sitzen. Haben es uns zum Zählen gegeben. Sie standen dann schon vorm Fenster, die beiden. Oder sie hatten sogar noch jemanden Dritten dabei. Und sie haben mit ihnen gesprochen und sie noch mal ein bisschen was gefragt. Und ja, sie haben jetzt gesagt, ihre Kinder hätten das gemacht. Man muss dazu sagen, die Kinder sind so, ja, der Älteste 12, aber der hat da nicht mitgemacht, der war die ganze Zeit im Haus. Ja, und die anderen sind so 8 oder so oder 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind auch Kinder. Nicht gefunden. Du musst schon gezielt wühlen. Du musst dann gezielt dahin gehen. Und
Das Ding ist, unsere Lenkertaschen, wie gesagt, ich weiß nicht, ich meine, die Kinder sind bestimmt clever und so, aber zum einen hätten sie da drin rumgewühlt, wenn sie beim Spielen gewesen wären, und meine Lenkertasche war gar nicht zerwühlt. Also sie hatten offensichtlich Glück, dass sie direkt an Markus' Tasche gelangt sind. Ja. Markus' Tasche war ja schon ein bisschen zerwühlt, aber es war schon mit System wieder reingemacht. Also sie haben schon versucht, das wieder zu rekonstruieren, haben es zwar nicht geschafft, aber immerhin haben sie es so weit geschafft, dass wir nicht nochmal zurückgefahren sind. Also sie haben es schon recht clever gemacht und das Geld lag ganz unten drunter. Also das findest du nicht einfach irgendwie. Und dann haben sie halt auch die Dollar genommen und eben nicht die Tomaten, die ja auch da drin waren. Mhm. Also ein bisschen dreist, das zu sagen, aber... Aber scheiß drauf, Mann, wir haben die Kohle egal, zurück. Wir haben es zurück. Ey, heute Morgen habe ich gedacht, ey, Scheiße, wir haben das Geld verloren. Es ist unwiederbringlich weg. Ja. Der Typ ist über alle Berge. Das wir wissen ja nicht, gedacht. Wo der hier in Isfahan wohnt. Keine Ahnung. Wir haben wissen halt nur, wo sein durch Freund ganz wohnt. Großes Glück eben diese Telefonnummer überhaupt. Die habe ich gar nicht von ihm persönlich bekommen, sondern von dem Mitfahrer. Und dann haben wir glücklicherweise eben den Standort noch von dem Freund und wir haben, also den haben wir jetzt rekonstruiert. Fotos von dem Auto. Und von ihnen halt. Haben und wir von auch ihnen natürlich, nicht zu und vergessen. Die Vornamen haben wir natürlich auch. Und da müssen sie und schon eine krasse Schönheits-OP unterziehen, ja, dass sie nicht wiedererkannt werden. Und das Ding ist, das war auch mega, das ist schon ein bisschen witzig, weil die beiden, die uns so geholfen haben jetzt, die haben ihn irgendwie, ich weiß gar nicht, was Embassy heißt, aber die haben ihn damit gedroht, dass die deutsche Botschaft nach ihm Ausschau hält. Nee, sie haben gesagt, dass die deutsche Botschaft jetzt schon nach ihm Ausschau hält. Dass es jetzt schon so ist irgendwie. Also, ja, sie haben ein bisschen Druck gemacht. Ja, Mann. Das haben wir das auch mal durch. Also, es ist echt... Ist echt also gut ausgegangen, ein wechselbare Gefühle, ey. Heute Morgen noch voll Panik, dann Hoffnung und jetzt die... Erlösung und sie werden jetzt irgendwas organisieren, um den Leuten hier zu danken. Zum einen dem Manager, dem das Hostel gehört, der angerufen hat. Ja. Zum anderen dem Hausmeister, der auch viele Hebel in Bewegung gesetzt hat. Und natürlich nicht zu vergessen die Yegi, die unglaublich auch selbstbewusst aufgetreten ist, die uns den Rücken gestärkt hat, die uns beruhigt hat, die Lösungsvorschläge aufgebracht hat. Ich wüsste gar nicht, ob ich das so schnell irgendwie hinbekommen hätte. Ja. Leute zu helfen und vor allem das auch alles ohne irgendwie Polizeiterror rüberzubringen. Ja, mega. Und gut. Einfach die Organisation war einfach gut und wir sind mehr als dankbar. Ich meine, das sind, wie gesagt, 3 Monate Reisen, die uns dadurch wieder ermöglicht sind. Ja. Boah, tiefes Durchatmen. Ja. Ich bin gerade auch zu gar nichts mehr in der Lage. Mein Kopf ist total leer. Ich bin irgendwie einfach hibbelig und war Freude, aber auch Erschöpfung und ja, also ich stelle mir ich stelle mir jetzt halt auch die Frage, haben sie uns nur, war das von Anfang an geplant, haben sie uns nur deswegen mitgenommen? Es gab auch einen Moment, da haben wir beide das Auto verlassen, weil wir auf Toilette mussten und ich hatte zwar immer noch einen Blick aufs Auto, aber die beiden hätten durchaus auch einfach aufs Gas treten können und alles wäre weg gewesen von uns. Und ja, in dem Moment haben wir ja schon überlegt, ob wir es machen oder nicht und haben dann aber gesagt, oh, wir vertrauen ihnen. Ja, und es war dann auch so. War sie ja waren dann, ja dann da. Ja auch nicht weggefahren, und dadurch hat es für mich eher das Gefühl bestärkt, wir können ihnen vertrauen und es wird alles gut. Ja, voll. Und das gehört auch dazu, das ist Teil der Reise. Ich weiß. Brauchen wir jetzt nicht verschweigen. Ich nee, meine, das auch brauchen wir nicht verschweigen, aber mal wissen, dass nicht immer nur alles glatt geht und Sonnenscheinbilder. Aber es ist dann halt immer so schwierig, das wird dann halt direkt auf den Iran bezogen. Wenn Leute dann nicht großartig drüber nachdenken, sind dann halt der das Meinung, kann man ja dazu Iran schreiben. Diebe. Diese Erfahrung kann man überall auf der Welt machen. Ja. Boah, wir wurden gerade eingeladen, ein echt krasses Gebäude zu besichtigen. Das Gebäude wurde wohl als Regierungssitz verwendet. Es war auch mal eine russische Botschaft zwischendurch. Und, aber war immer im Privatbesitz scheinbar. Und wurde auch deshalb so gut erhalten. Und es gibt wirklich unglaubliche Mosaike da drin. Und viel wurde auch mit Spiegeln gearbeitet, die auch in speziellen Winkeln genau angebracht wurden, damit es auch ein schönes, helles Gefühl in den Räumen erzeugt und auch diese
diese bunte Glasfront war auch sehr beeindruckend. Ja. Das hat echt, das sollte auch so dieses, in die Sonne reinscheinen, dieses Muster von dem persischen Teppich auf den Boden projizieren. Das ist schon beeindruckend. Mega krass. Wir sind total geflasht und jetzt. Und auch sehr dankbar, dass wir die Erfahrung machen durften. Es war ein amerikanischer Iraner, der hat uns mit seinem Tourguide zusammen eingeladen und dann haben wir sogar auch ein paar Hintergründe noch erfahren über das Gebäude. Und sonst hätten wir es halt gar nicht gefunden irgendwie. Also wir waren jetzt halt einfach dran vorbeigelatscht. Das ist echt. Also es gibt so eine Art Museum drin, aber man sieht halt auch die Architektur im Gebäude noch sehr gut. Und es ist wohl auch immer noch so ein Gästehaus. Also es ist sehr empfehlenswert. Und wir werden echt, wir sind ja jetzt drüber gestolpert. Sonst gucken wir halt schon irgendwo, könnte man hingehen, so nach dem Motto. Aber heute haben wir uns einfach treiben lassen. Und da haben wir uns nur die Rucksäcke vorgenommen eigentlich. Und das ist immer mal wieder reichen. Das ist irgendwie wieder bezeichnend, dass man meistens dann die besten Dinge findet, wenn man es gar nicht vorhat. Ja. Weil diese ganz klassischen Dinge sind halt alle überlaufen. Und da war man natürlich auch noch, aber. Aber klar. Alles war jetzt zum Einstieg. Gute Sache. Richtig toll. Jetzt sind wir nach einem Gebäude schon so überwältigt und geflasht. Krass. Du kannst da wirklich stundenlang stehen und immer wieder neue Details erkennen. Fassaden von außen sind richtig schön von den Gebäuden. Ja. Und dieses ganz typische, diese ganz typische Architektur sind eigentlich diese Lehmziegelsteine, die dann von außen hier noch so geputzt werden mit einem Stroh-Lehm-Gemisch. Das wird dann halt grobflächig aufgetragen. Wobei ich glaube, das ist kein Stroh-Lehm-Gemisch, das ist Beton. Ja. Also im Traditionellen ist es eigentlich alles aus Lehm. So gebaut. Wie hier, würde ich sagen, oder? Sieht hier, von weitem so aus. Das löst sich auch teilweise ab. Müsste man mal erneuern. Ja, das ist der traditionelle Baustil. So, jetzt gehen wir zum Rucksack, oder? Ja, gut, ja. Die schließen nämlich um 9. Und jetzt ist es? Jetzt ist es. Was haben wir jetzt gemacht? 6:30 schon, um Gottes Willen. Absolut geil. Aber wir sind auch gleich da, 360 Meter. Noch einen richtig, richtig, richtig schönen Abend. Es ist jetzt 3:30. Wir sind beide voll zerstört. Aber es war richtig, richtig schön. Wir haben uns dann noch ein paar Outdoor-Läden reingezogen, wegen der Rucksäcke, die wir gern haben möchten.
haben sogar drei Läden gefunden. Einer davon war extrem hochpreisig und da man sich ja hier nicht sicher sein kann, ob das tatsächlich importierte Ware ist oder ob das einfach Fake ist, also nachgemachte Sachen, die zwar von außen so aussehen, als ob sie das Original wären, aber wenn du genauer hinschaust, sind die Materialien einfach billiger verarbeitet, die Reißverschlüsse sind nicht so tauglich und die Fächer sind halt teilweise nicht so durchdacht. Also, aber ja, es geht. Also die haben wir halt Deutscher und sie haben das Original, manche Läden, und manche Läden halt nicht. Die kommen dann aus, wo sind sie gemacht? In Vietnam? Ja, oder wahrscheinlich auch China. Ja, und also das sagen die dann auch irgendwie ganz offen und es ist schon aber ein recht guter Fake. Also wie gesagt, die Reißverschlüsse sind halt billigst, das ist ein bisschen blöd, aber dafür kostet dann halt der Rucksack ein Viertel von dem. Genau, also ja. Ja, auf jeden Fall haben wir große Hilfe bekommen von Mohammed und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Gazelle. Gazelle oder Gazelle. Ich würde es immer falsch aussprechen. Genau, heißt tatsächlich Gazelle auf Farsi. Richtig cool. Hm. Und die haben uns dann einfach direkt noch mitgenommen zu ihren Freunden, ihre Künstler-Community, und da haben wir einen richtig, richtig schönen Abend verbracht und so viele tolle Menschen kennengelernt. Das war echt der Wahnsinn. Total aufgeschlossene Menschen, ja, die einfach nur in Freiheit und Liebe wohnen, leben wollen und die halt schon sehr darunter leiden, dass eben sehr viele Beschränkungen sind im öffentlichen Leben natürlich und sie halt nicht ihren Lebensstil so leben können, wie sie möchten. Auch finanziell gesehen ist es sehr, sehr schwierig, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, dass halt einfach ein Lohn, ein einfacher Arbeiter kriegt einen Lohn von 300 Dollar, sage ich mal, im Monat. Ja, das ist krass. Jedenfalls sind die einfach total herzlich, total befreit von allem, also total unvoreingenommen und haben uns sofort ganz liebevoll aufgenommen und es ist gar keine peinliche Stille entstanden, auch wenn viele von ihnen kein Englisch gut sprechen oder gar nicht, konnten uns trotzdem richtig gut austauschen. Wir haben zusammen gegessen. Einer von ihnen macht Musik, der hat dann ein bisschen Gitarre gespielt. Und das war echt sogar schön. Noch, wir haben sogar noch zwei Halsketten geschenkt bekommen. Ja, sie wollten unbedingt, dass Anhänger, wir uns zwei von ihren Halsketten aussuchen. Das war richtig, richtig süß. Das ist schon krass. Ja, es ist halt einfach das Wenige, was sie dann halt haben, das wird dann doch geteilt und wir konnten auch eine Kleinigkeit beisteuern zum Essen als Snack und wir hoffen auf jeden Fall, hoffen, dass wir sie wiedersehen. Da ein bisschen, ja, also wir hoffen wieder nach Isfahan kommen. Echt, dass das klappt, dass wir, wenn wir zurück sind, einfach uns nochmal treffen und irgendwas zusammen unternehmen. Das wäre echt total schön. Ja. Ja. Und jetzt schlafen wir bis um 9, weil da gibt es Frühstück. Aber es ist doch krass, was innerhalb von einem Tag zum einen passieren kann, boah, zum anderen. Das ist so heftig, wie, was heute alles passiert ist. Wie einem das Schicksal so viele unterschiedliche Lektionen erteilt. Zum einen hatten wir heute Morgen dieses unglaublich schöne Gespräch mit Yegi. Einfach, dass das Reisen einfach verbindet, beziehungsweise dass man total schnell andere Menschen kennenlernt. Dann hatten wir das schlimme Drama, Erlebnis mit dem, mit der Kohle und dem Vertrauensbruch und überhaupt mit dem Vertrauensverlust eigentlich in Menschen so ein bisschen. Aber gleichzeitig auch die krasse Hilfe, die sie uns hier im Hostel alle entgegengebracht haben. Was wiederum zeigt, dass nichts unmöglich ist, auch wenn es erstmal ausweglos erscheint. Zum anderen, dass wir einfach spontan eine Einladung erhalten und einfach eine wunderschöne Zeit verbracht haben, die wir eigentlich sonst
ja, gut, wir hätten hier auch eine schöne Zeit gehabt, aber es war sehr bereichernd, weil wir einfach mit unserer Generation hier quasi Kontakt aufgenommen haben und viel mehr verstanden haben, Einblick erhalten haben und eigentlich auch wieder Vertrauen gewonnen haben, weil wir auch die beiden einfach in der Straße getroffen haben und uns dazu entschieden haben, mit ihnen zusammen einfach außerhalb in die Stadt zu fahren und ihre Freunde zu besuchen, ohne sie zu kennen. Ja, das war relativ weit weg. Und das wurde jetzt einfach wieder vollkommen ausgeglichen, so dieses Menschliche. Und das zeigt halt einfach, man soll sich nie entmutigen lassen, auch wenn was schief geht. Man findet eine Lösung, man muss halt mit den Leuten Kontakt aufnehmen, man sollte sich nicht komplett versperren und Sich auch Hilfe suchen. Ja, und auch Hilfe annehmen. Ja. Das ist echt wahnsinnig. Das ist halt wirklich ein riesengroßer Joker, wenn man jemanden hat, der die Sprache spricht. Das ist echt so viel wert. Und der sich dann auch noch so einsetzt. Das ist krass. Aber du hast auch vorhin gesagt, der Tag, der kommt einem vor wie eine Woche. Also das war so ein krasses Wechselbar der Gefühle. Ja. Auch heute diese Einladung zum Museum, dass wir den amerikanisch-iranischen Mann getroffen haben, dessen Name mir entfallen ist, aber er hat uns ja dann einfach im Vorbeifahren hat er uns gesehen. Sie wollten ohnehin anhalten, um sich das Museum anzugucken. Wir wussten ja nicht, was sich hinter den Mauern verbirgt. Und er hatte ja seinen Guide dabei und hat uns einfach mal den Eintritt bezahlt und uns mit rumgeführt und ja, dann und halt einfach uns auch übersetzt, was sein Guide ihm erzählt hat. Also es ist wirklich heftig, weil wir wollten eigentlich immer irgendwie was beitragen und letztendlich lassen einen die Menschen halt nicht, weil für sie ist es halt ein gutes Gefühl, uns zu unterstützen oder uns was Gutes zu tun. Schon sehr süß. Also insofern können wir wirklich nur zufrieden sein und weitermachen. Und auch bezüglich der Rucksäcke haben wir ja jetzt ein bisschen engere Auswahl. Ja, wir überlegen uns das und am Samstag gehen wir wieder hin, weil morgen ist ja Wochenende. Und Samstag machen die Läden dann wieder auf. Jetzt schlafen. Oh ja, bitte. Nach diesem Schock lassen wir uns erst recht nicht entmutigen. Ein neuer Abschnitt unserer Reise steht an und wir starten voller Tatendrang in unser nächstes Abenteuer, zu dessen Beginn erst einmal die Verlängerung unseres Visums in 600 Kilometern Entfernung am Persischen Golf steht. Hier zeigt sich der Iran wieder mit einem ganz anderen Gesicht und wir freuen uns sehr darauf, diese für uns völlig neue Welt mit euch im nächsten Video zu entdecken. Wenn dir unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, einen Kommentar sowie ein Abo, damit du keine Videos mehr verpasst.